Herzlich willkommen und viel Spaß beim Video. So, das Holz ist fertig und ich weiß nicht, was diese Hühner hier für Probleme haben. Könnt ihr mal aufhören, permanent euch die hier irgendwie zu verbacken oder so? Ich dachte, ich sammle mal hier die Eier ein. Lass sie dann erstmal hier in der Hoffnung, dass vielleicht noch ein, zwei Küken rausschlüpfen. Und hier, schaut euch mal das an, ey. Ich weiß nicht, wieso sie diesen Trog so toll finden, aber hey. Vielleicht habe ich ihn echt zu blöd gestellt, ich weiß es nicht. Aber die bleiben die ganze Zeit bei diesem blöden Trog hier und machen dann Gangbang-Party da oben. Oh nein! Ist es ein totes Küken? Oh Gott, ist das wirklich ein totes Küken? Kannst du dich mal verpissen? Hau ab! Oh nein! Da ist noch eins. Wieso ist das hier so buggy? Oh, okay, das Fleisch ist anscheinend weg. Kann ich an die Eier hier irgendwie kommen? Ja, so. Oh nein. Hier ist ein Küken geschlüpft und ist gestorben. Uncool. Gockel, du kotzt mich an. Hopp. Das Küken? What the fuck? Was geht denn bei euch ab gerade? So, ich lasse mal den Korb hier in der Hoffnung, dass irgendwo. Ach komm! Okay, die sind befruchtet, die Eier. Ich glaube, das eine, was ich gerade aufgesammelt habe, ist auch befruchtet. So, wir schauen uns mal das tote Küken an. Moment. Okay, gut. Ach du armes kleines Ding. Und ist weg. Keine Chicken Nuggets. Oh Mann, oh. Das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. So. Genau. Wir wollten hier noch ein paar Tröge hinbauen. So, glaube ich, hier, oder? Ja, Futtertrog. Bau mal einen direkt hier hin. Ich habe Angst, dass die sich verbacken. Mein Gott, der sieht so gerade aus. Mach mal hier Wasser dazwischen. Pferdchen braucht jetzt eigentlich nicht so viel, glaube ich. Ich glaube echt nicht, dass der viel braucht. Vor allem ein Pferdchen habe ich aktuell. Bei dem sollte es sehr, sehr lange reichen. Das reicht. Ah, nein. Ganz wichtig. Oh, ich habe ja gesagt, ich wollte Lampen machen. Und was ist? Ich habe die Lampen vergessen. So, da machen wir eine hierhin. Wenn das klappen könnte. Danke. Eine dahin. So wie bei den Schweinchen ungefähr. Hier dann andersrum. Nach innen.
Dann sollte genug Licht sein in der Scheune. Ja. Fangen wir mit den Lampen an, oder? Einschalten direkt. Oh, das sieht doch nice aus, oder? Oh, ich habe kein Metall mehr. Okay, wir müssen Metall kaufen. Das war nämlich der Rest. So, dann packen wir das hier rein. Ich werde zu wenig Bretter haben. Lassen wir erstmal den Futtertrog hier aus. Ist nicht so schlimm. Einer reicht für ihn ja jetzt. So, und dann kann er direkt in sein neues Haus. Oder wir gehen noch fix runter und schauen mal, was die Preise sagen. Und da gehen wir mit dem Hottehü, damit der ein bisschen Auslauf bekommt. Und was machen die Schweine da hinten? Alter, die verbargen sich jetzt auch wie die Kackhühner auf dem Scheiß-Trog. Was soll denn das? Das ist uncool. Könnt ihr da weggehen? Irgendwann verrecken die bestimmt wie die zwei kleinen Küken, ey. So, das Ding wird später abgerissen. Schau, der ist wieder voll. Essen voll. Also nicht ganz voll voll, aber relativ voll. So, dann alle ab. Sieht doch nice aus, oder? Ja, okay. Ich stress dich nicht. Da, ein Plus, habt ihr es gesehen? Es hat Erfahrung gesammelt. Da hinten müssen wir hin. Ja, ich stress dich zu sehr. I'm so sorry. Du hast wenig Ausdauer. Dein Speed ist auch nicht so nice, aber hey. Diese Hirsche. Diese Hirsche. Die mobben mich. So, bitte renn mir nicht weg. Oder bleib in der Nähe. Hähnchenfleisch, na toll, gar nichts davon. Oh, du hast gewartet. Na, schade. Naja, egal. Noch haben wir einigermaßen gutes Geld. Fürs Futter und so weiter, also sollte eigentlich alles passen. Pferdchen, hat der Hü. Alter, was suchst du in meiner Ranch? Was hast du da oben verloren? Du kamst aus meiner Ranch. Böser Hirsch, ey. Böser, böser Hirsch. Ich frage mich, ob sobald ein Sechstel von dem Kreis voll ist, ob hier dann irgendwas höher wird. Also ich nehme es mal an. Ja, du darfst gleich.
in deine Scheune. Deine ganz persönliche kleine Scheune. Kleines relativ. So, darfst reintraben. Guck mal, alles für dich. Alles hier für dich. Vorerst nur für dich. Guck, da hast du sogar Futter. So, schnell die Tür schließe, nicht, dass er mir abhaut. Ja, da wollte er raus, wie die anderen. So, jetzt können wir das Ding wieder abreißen. Hat voll lange gehalten, du. Ja. Ich find's kacke, dass man nichts zurückbekommt. Einfach gar nichts. Ich habe Metall investiert, Holz investiert und bekomme nichts zurück. Nichts. Oh, guck mal, er hat das ganze Wasser ausgetrunken. Brav. Immerhin hat er getrunken. Jetzt hat er auch Essen. So, dann wollte ich gucken. Der Zaun, der hat mir ja eigentlich gefallen. Der war schön gerade. Die Frage ist nur, Schweine, ihr regt mich da auf, wenn ich euch so sehe. Ich könnte kotzen. Ich könnte echt kotzen, wenn ich euch so sehe. Was macht ihr da hinten? Ich muss die wirklich schlachten demnächst. Ansonsten weiß ich echt nicht, was ich machen soll. So, so müsste es doch reichen, oder? So, und da ist jetzt wieder das Problem, es wirklich gerade hinzubekommen. Einfach nur gerade machen, das ist anscheinend nicht schwer beim Zaun. Nur hier genau 90 Grad hinzukriegen. Oh, das ist anscheinend ein Akt. Sieht doch gut aus, oder? So. Ja. Hoffe ich mal. Oh, jetzt dreht das wieder um. Nee, 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 du sollst weiter hier geradeaus gehen. Tor. Dann Zaun wieder. So, die Frage ist, reicht das? So? Ja, oder? Ist doch mehr als genug hier für die Koppel. Hoffe ich. Ja. Jetzt drehen wir das wieder. Das sieht nicht aus wie 90 Grad. Keins davon sieht aus wie 90 Grad, oder? Egal. Nein, ist eigentlich nicht egal. Doch, das sieht aus wie 90 Grad. Das geht nicht. Sehr doof. Sehr doof, was ich hier mache. Aber hey, egal.
So, jetzt machen wir hier wieder 90 Grad. Dann machen wir noch einen Zaun. Besser ist es. Sonst muss ich permanent außen rumlaufen und das ist nicht so nice. Also hier könnte ja das Pferdchen locker durchpassen. Das ärgert mich. Das ärgert Das ärgert mich echt, dass ich da nicht, keine Ahnung. Weil ganz ehrlich, so will ich. Hallo. So will ich das ungern machen wieder. So geht das zum Beispiel gar nicht. Da hätte ich zu wenig Platz. Und so macht er da hinten wieder so eine Lücke. Außer ich mache irgendeinen Scheiß. Ja, was guckst du denn? Ich versuche hier zu planen. Mit deiner Zukunft. So, abreißen. Und zwar das hier soll weg. Das soll auch hier weg. Was ich aber machen könnte, ist, dass ich einfach so einen Zaun setze. Muss ich auf die andere Seite. Dass ich ihn wirklich hier so setze. Oh Gott. Schweine, was macht ihr da drin? Will ich das wissen? Ich glaube nicht. Ich glaube eher nicht. Aber ich kriege ihn hier nicht an die Wand. Will ihn. Moment, die Sicht ändern. Vielleicht geht das so. Das ist doof. Ich will den wirklich hier. Zaun, wieso hast du mich? I'm so sorry, Leute. Nein, ich wollte nicht in die Hocke gehen. Ich sehe halt wirklich sehr wenig so. Also es wirkt, als wäre der halbe Zaun hier. Das wollte ich nicht. Na! Ich habe ihn schräg. Ich habe ihn schräg. Hasse dich. Blöder Kackzaun. Hab mir Mühe gegeben.
Also. Ich weiß nicht, ob er wieder gerade ist. Ich bezweifle es eher. Der ist alles andere als gerade. Also, wenn ich es hingekriegt habe, dann werdet ihr es sehen. Ansonsten, ja, sobald ich wieder irgendwann Holz habe, werde ich hier alles weiterbauen. Und dazwischen muss ich auf jeden Fall die Schweine bisschen ausmerzen. Das ist der Wahnsinn. Das ist gerade nicht euer Ernst, oder? Ach du Scheiße. Ich muss schlachten. Oh Gott, ich habe schon wieder viel zu viel Fleisch. Ich sehe es jetzt schon. Das wird interessant. Das wird sehr, sehr interessant. Ach du liebe Güte. Ach du liebe Güte. Die anderen, die kommen ja nicht mal zum Essen. Oh. Mehr als die Hälfte ist wieder weg. Ja, wie gesagt, sobald ich hier weiter baue, lasse ich euch natürlich teilhaben. Ansonsten, am nächsten Morgen werden wir erstmal ein paar Schweinchen minimieren. Mal schauen, wie das läuft. Außerdem ist es gleich 8 Uhr, dann kann ich schlafen. Ja, mein ausgebüxtes Schweinchen. Ich wollte eigentlich Richtung Bett gehen. Kollege, wo wolltest du denn hin? Also der ist bestimmt auch durch die Wand geglitscht und will zu seiner Mami. Oh Gott. Ich muss auf jeden Fall die Futtertröge vielleicht noch ein bisschen anders stellen. Damit auch wirklich alle Tierchen was zum Essen haben. Vielleicht draußen noch ein, zwei. Aber dann muss ich überlegen, dass ich hier hinten vielleicht eventuell auch noch so ein Futter-Silo baue. Mal schauen. Ich hoffe, ich habe nichts mehr ausgebüxtes. Ja, ansonsten, morgen wird geschlachtet. So, ich bereite schon mal die Kisten vor. Und wir sehen uns dann beim Schlachten. Morgenstund hat Gold im Mund. Ich hoffe, wir haben Geld. Oh, neblig. Sehr neblig. So, wir schauen erstmal Futter auffüllen. Okay. Also. Ach, da war mein Wildfleisch drin. Ah, ich dachte mir, bevor wir jetzt anfangen, die Schweinchen hier zu töten. Oh, der Eimer ist noch hier. Ich habe ja kaum Kisten. Also das sind jetzt die einzigen Kisten, die ich habe, die leer sind. Und ich glaube, die werden nicht reichen. Das heißt, wir gehen jetzt mit dem Auto fix zum Laden, schauen, ob der Preis. Oh, hier. Ah, nee, da habe ich schon die Kisten rübergebracht. Schauen, ob der Preis für die Würste irgendwie relativ gut ist. Wenn ja, perfekt. Wenn nein, doof gelaufen. Dann gehen wir einfach neue Kisten kaufen. Weil Kisten kann man nie genug haben, finde ich. So, das erste Mal seit langer Zeit benutze ich wieder den Weg. Ich hasse dich! Ich hasse dich!
wollte es nur mal gesagt haben. Hallo. Schweinswurst. Ja, Schweinswurst können wir schon mal verkaufen. Da haben wir doch ein bisschen was. Ach Gott, das ist wieder buggy. Wildfleisch, Schweinswurst. Hammer hier. Schweinswurst, Hammer da. Wie viel ist es eigentlich? 1,8. Ja, das ist nice. Schweinswurst. Schweinswurst. Und Schweinswurst. Ja, okay, nice. Du hast voll die Begeisterung, Kollege. 6.588. Also die gekochte bringt gar nichts. Aber die Salamis, wir müssen später noch die anderen Salamis verkaufen. Das heißt, wir gehen nach Hause, dann habe ich wieder ganz viele Kisten und bringe die vollen Kisten auch noch weg. Da das Aufladen ein bisschen dauert, erspare ich euch das und ja. Ihr seht es dann, wenn ich wieder hier bin und verkaufe. Dann geht's ans Schlachten. Das war's mit der Folge und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal, falls euch mein schwieriger Content gefällt. Und aktiviert natürlich die Glocke, um nicht zu verpassen. Ansonsten, bye, eure Nike.